Monika Gruber packt aus und ich möchte dazu Stellung beziehen, denn die Aussagen, die sie trifft, sind in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Und wir beginnen direkt mit ihrer ersten Aussage. Du wirst sofort versucht, dass man dich mundtot macht. Dass man dich, um dich mundtot zu machen, in ein Eck stellt. Es gibt so eine vermeintliche Mainstream-Meinung, die von gewissen Medien oder auch Künstlern, Politikern kolportiert wird, die aber meines Erachtens nicht die Meinung der großen Mehrheit der Bevölkerung. Hierzu möchte ich schon mal etwas sagen. Und zwar einerseits dieses in die Ecke schieben. Ich denke, das hat fast jeder von uns erlebt, zumindest seit 2020, was da alles passiert ist. Und das ist wirklich richtig heftig. Denn solche Dinge ereignen sich geschichtlich gesehen immer wieder zu einem bestimmten Zeitpunkt. Meistens endet das sogar in Kriegen. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Mehrheit der Menschen, die doch so schulgebildet ist, die doch so viel geschichtliches Wissen hat, kann nicht unterscheiden zwischen einer, ich sage mal, selbstgemachten Meinung und wirklich Radikalitäten. Alles wird in eine Ecke geschoben, damit du ja nicht diese Meinung hast. Das bedeutet, was ist das für eine Regierungsform? Wenn du eine Regierung hast und sobald jemand oder eine Partei einer anderen Meinung ist als die grobe, große Agenda-Plan-Meinung, dann ist das in eine Schublade zu tun. Demos dürfen dann nicht mehr erlaubt werden. Grundsätzlich jeder Bevölkerungs, also jeder Mensch, der diese Meinung dann teilt, ist auch ein radikaler Mensch und es muss dagegen aufgehetzt werden. Ja, wie nennt man sowas denn? Ja, definitiv nicht Demokratie. Fahren wir fort. Wenn du von dieser Meinung abweichst, bist du nicht nur einfach anderer Meinung, so wie es früher war, die wird so unterstellt, als ob du Majestätsbeleidigung, wenn du zum Beispiel gegen die Grünen was sagst, dann hast du das Gefühl, du begehst einen blasphemischen Akt. Bei uns haben sie ja immer noch Schnappatmung und Erding ist immer noch ein Thema. Lanz, Anne Will kommt immer noch Erding. Und die Einladende, die Journalisten entblöden sich ja nicht einmal, meinen Namen zu vermeiden, indem sie mich bezeichnen als die Einladende. Und als ob ich irgendwie Majestätsbeleidigung begangen hätte. Und dabei war das einfach nur ein zutiefst demokratischer Akt. Ich habe, oder wir, der Franz und ich, haben, und die Leute, die dort waren auch, wir haben von unserem demokratischen Grundrecht Gebrauch gemacht, unsere Meinung dort äußern zu dürfen. Aber das ist scheinbar nicht mehr Demokratie. Denn so wie Scholz gesagt hat, Frieden ist nicht Frieden, ist wohl scheinbar auch Demokratie nicht Demokratie. Und worauf sie anspricht, ist die Demonstration in Erding, zu der sie eingeladen hat, die absolut verunglimpft wurde, weil Menschen dort ihre Meinung kundgetan haben. Und hier wurde direkt gesagt, da solltest du nicht hingehen. Das ist nicht gut. Das ist alles rechtslastig. Also von daher, das erinnert doch auch an die gesamten Demonstrationen während der Pandemiezeit. Denn auch das sollte man nicht tun, denn das ist nur eine irgendwelche theoretische Meinung, eine rechte Meinung und niemand sollte sich damit verknüpfen. Über den Metzger, der Schwierigkeiten hat mit den Gesetzen, die durch unsere Regierung gemacht werden aktuell. Über den Bäcker, der seine Filialen verloren hat, dadurch hat natürlich kein Mensch geredet. Nicht ein einziges Wort. Es gab Sendungen, die haben nicht einmal über den Grund der Demo berichtet. Da hieß es nur, es gab eine rechte Kundgebung. Und das war schon infam. Es hat mich nicht verletzt, mich hat die Wucht der Kritik total überrascht. Und zwar nicht Kritik, sondern das wirklich blanker Hass. Mit blanker Hass. Das ist ja das Witzige oder diese Doppelmoral, die hier besteht. Es wird dauernd gesagt, man muss gegen Hass und Hetze vorgehen. Dabei erzeugt man mit diesen ganzen Dingen gerade erst den Hass. Es hat mich total erstaunt, dass man in unserem Chef, wo man wissen muss, dass es völlig legitim ist, nicht nur legitim, sondern natürlich auch erwünscht ist, dass jemand andere Meinungen, keine andere Meinung mehr zulässt. Das hat totalitäre Züge. Und dass die Leute, die immer sich die Toleranz auf die Fahne schreiben, genau die, und Diversity, alles wunderbar, dass die intolerantesten, engstirnigsten, hasserfülltesten Zeitgenossen sind, die man sich vorstellen kann, das ist wirklich eine neue Qualität. Und erschütternd. Tatsächlich. Weil, ich habe gesagt, egal was jetzt für Dreck über mich oder für Hass über mich ausgeschüttet wird,
ich hasse nicht zurück, so bin ich nicht erzogen. Ja, das hat sie noch schön am Ende gesagt, ich hasse nicht zurück, denn so wurde ich nicht erzogen. Und ich finde, das sollte vielleicht eine Nachricht an jeden sein, dass man wirklich sagt, ich verhalte mich nicht so, wie sie es von den Menschen wollen, sondern ich kümmere mich um mich, um meine Meinung, um meine Werte, die jetzt gerade grundsätzlich großflächig und mehrheitlich zerstört werden. Aber du kannst für dich selbst entscheiden, was du wirklich noch behältst und wie du dich verhalten möchtest und welche Werte du an deine Kinder weitergeben möchtest und an die nächsten Generationen. Das ist das Einzige, was wir wirklich für uns entscheiden können. Und grundsätzlich, was gibst du an deine Kinder weiter? Ja, die richtigen Werte, die richtigen, vielleicht, oder was heißt richtig, aber zumindest die, was sich für dich richtig anfühlen. Die Kinder können dann später selbst entscheiden, was sie dann daraus machen. Aber auch grundsätzlich, man könnte den Kindern natürlich auch die Freiheit, die Flexibilität weitergeben, mit der man selbst vielleicht auch mehr aufgewachsen ist, als es das jetzt möglich ist. Denn darauf, wo wir hinsteuern und auch die nächsten Generationen, das ist eine absolute Überwachung. Und von Demokratie weit, weit entfernt, eher Richtung Zensur und Kontrolle und Meinungsgebung anstatt eigene Meinungsmache. Deswegen ist es so wichtig, jetzt darauf aufzubauen, um den nächsten Generationen dann auch ja, die richtigen Möglichkeiten und wirkliche Wahlmöglichkeiten dann auch zu geben. Schreibe mir gerne in die Kommentare, wie du das siehst, und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye!